das ist echt hoch. Die Leiter. Sonnenschein. Ich hänge fest. Sonnenschein, ich brauche deine Hilfe. Verflixt noch mal. Er hat mich völlig vergessen. Paula! Was machst du denn da oben? Die Leiter, sie ist mir runtergefallen. Jetzt hänge ich hier fest. Ich brauche eure Hilfe. Ja, sieht so aus. Aber vielleicht sollten wir dich da oben lassen. Harmonie! Vielleicht hast du recht. Ich hätte nichts dagegen, nachdem ich Brummbärchen selbstsüchtig im Stich gelassen habe. Das tut mir wirklich leid. Entschuldigung akzeptiert. So, wie kriegen wir dich da runter? Sieh mal. Komm her. Oh, vorsichtig! Deine Pfoten tun ganz schön weh. Du ruinierst mein schönes Fell. Kamerad, kannst du die nach oben fliegen? Danke, danke. Tausend Dank. Und jetzt helfen wir Brummbärchi. Beastly! Beastly! Wer ruft da? Na, was glaubst du denn? Ich dachte, ihr wolltet eine Show oder sowas aufführen. Darüber müssen wir mit dir sprechen. Was hast du mit Harmonies Stimme gemacht? Was? Ich hab gar nichts mit ihrer Stimme gemacht. Oh doch, du hast ihr Spray ausgetauscht, damit sie ihre Stimme verliert und die Show ruiniert ist. Ich will nicht eure Show ruinieren. Doch, du willst immer unsere Show ruinieren. Nein! Ich will, dass die Show besser wird. Alles, was ich mache, ist lustig und lustiger und total aufregend. Ich glaube, die Glücksbärchis sehen das anders. Was die Glücksbärchis brauchen, ist ein guter Witz. Naja, Witze sind nur gut, wenn sie auch lustig sind. Schön, aber ich will die Show nicht kaputt machen. Ich möchte gern mitmachen. Mein Kuschelhasi! Ja, ich hab ihn gefunden. Gefunden? Naja, ich hab ihn gefunden, als ich ihn genommen hab. Hm? Jetzt seid ihr sicher sauer auf mich. Naja, du hast meinen Gleitflieger verloren. Du hast mein Essen gegessen. Du bist durch meinen Garten gefahren. Und hast Kuschelhasi genommen. Ja, wir sind irgendwie sauer. Aber es kostet zu viel Energie, auf jemanden sauer zu bleiben. Negative Energie. Und deswegen wollen wir eigentlich nicht sauer sein. Selbst ich. Ich bin immer sauer auf die anderen. Machst du deswegen immer so viel Ärger? Weil du auf alle sauer bist? Ja, so war das schon immer, solange ich denken kann. Und dann sind die anderen sauer auf mich. Und deshalb bin ich natürlich wieder sauer auf die anderen. Ein verzwickter Kreislauf. Hm, was ist deine Entschuldigung? Keine Entschuldigung, nur Spaß. Er hat recht, das war lustig. Aber ich habe eine Menge angerichtet und das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Schmusebärchi! Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst auf den Bermudas. Und fährst mit einem Moped. War ich auch, aber ich hatte das Gefühl, ihr braucht meine Hilfe. So war's auch. Aber jetzt nicht mehr. Alles ist super gut gelaufen. Na, da bin ich ja froh. Aber ihr habt ein Kind eingeladen, während ich weg war. Na ja, Beastly hat... Ich weiß, was Beastly getan hat. Aber wenn ihr euch an meine Anweisungen gehalten hättet, hätte er nie die Möglichkeit dazu gehabt. Das tut uns leid. Und? Immer noch keine gute Laune, Joy? Hä? Bist du traurig? Ja. Und ich hoffe, du willst mich jetzt nicht aufmuntern. Ich? Ich bin immer etwas brummelig, wie mein Name schon sagt. Und warum bist du dann hier? Um dir zu sagen, dass es total blöd ist, dass deine Freundin weggezogen ist. Hä? Ja. Sie war deine beste Freundin. Stimmt. Und das macht dich glücklich? Ja, sehr. Harmonie? Was machst denn du da? Oh, lasst euch nicht stören. Ich drehe nur mein Video. Redet einfach weiter, als wäre ich nicht da. Stellt euch vor, ich wäre unsichtbar.
Was ich sagen wollte, es ist schön, glücklich zu sein, wenn dir denn danach ist. Ja, so war es. Aber jetzt ist sie weg und du bist traurig. Und traurig zu sein ist nicht schön. Und das ist das Schlimme am Glücklichsein. Wie kann denn Glücklichsein schlimm sein? Naja, du weißt, irgendwann ist das Glück vorbei und dann bist du traurig. Das stimmt. Also wenn man zu guter Letzt doch traurig ist, wenn man glücklich ist, überspring doch einfach das Glücklichsein und bleib traurig. Du hast recht. Ich bin sehr froh, dass du mich verstehst, Brummel. Und ich bin froh, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der mich versteht. Sieh mal, Joy. Das ist ein unsichtbares Glücksbärchi. Das heißt, die Schaulichter gehen aus? Ja, leider, Bärchis. Oder jemand anders singt für Harmony das Lied. Aber sie ist die Einzige, die es singen kann. Phoebe kann es auch. Vor vielen Leuten? Und alle starren mich an? Nein, das geht nicht. Du musst dich ablenken, Kleines. Stell dir vor, das Publikum sieht irgendwie komisch aus. So, als wären sie alle in süßen Honig getaucht. Na lecker. Keine Sorge, Phoebe. Wir werden dich auch alle ganz doll anfeuern. Ja, das mache ich. Ich juble ein Hurra für dich. Ach, ich trau mich nicht. Also, ich weiß nicht, ob das hilft, aber meine Vögel sind auch nicht gern allein auf der Bühne. Aber wenn sie zusammen sind, haben sie keine Angst und zwitschern fröhlich ihre Lieder. Oh, teile gern. Das ist es. Wow, Brummbärchi ist der Hammer. Seht ihn euch an. Das ist normal. Für ihn ist das hier nur ein kleiner Snack. Stachelbeeren. Oh je, ich glaube, das bedeutet, dass Brummbärchi gewonnen hat. Er hat schon wieder gewonnen. Ja! Tja, wer zuletzt ist, ist am besten. Tja, dann muss ich wohl jetzt dem wahren Gewinner gratulieren. Wo ist Brummbärchi? Da vorn. Er isst noch. Es tut mir leid, Bärchis. Ich glaube, mein Sieg ist mir irgendwie zu Kopf gestiegen und hat einen riesengroßen Narren aus mir gemacht. Tylee, ich möchte, dass du die Medaille bekommst. Du hast hart mit mir trainiert und nachdem ich gewonnen habe, war ich wirklich nicht sehr nett zu dir. Du hast dir die Medaille verdient. Danke. Ich war wirklich die beste Trainerin aller Zeiten, oder nicht? War nur ein Witz, Bärchis. Bärchi-Umarmung? Bärchi-tastisch. Mm. Und ich muss mich auch bei dir entschuldigen. Du bist echt ein Gewinner, weil du die ganze Zeit über cool bleibst. Wie machst du das? Ich weiß einfach, wenn ich gewonnen habe, war das Wichtigste, dass ich riesengroßen Spaß hatte. Und ich verspreche, dass ich nie wieder meine Freunde beleidigen werde. Sie sind so nett und großzügig und so sportlich. Ein Glück, dass es sie gibt. Viel Glück, Bärchi. Hat irgendjemand was zu mir gesagt? Siehst du die Kleinen? Sie fliegen heute weg, aber sie brauchen Hilfe. Hilfe? Ja, pass auf. Jetzt kann der kleine blaue Piepmatz in die weite Welt fliegen. Toll! Solche Vögel habe ich noch nie gesehen. Glitzerlinge, die gibt es nur im Wolkenland. Und in diesem Jahr sind die Blaumeisen und die Glitzerlinge zur selben Zeit geschlüpft. Und du hilfst ihnen allen heute beim Fliegen? Ja. Tja, also dann packen wir's an. Klein. Schnucki und Pucki. Sie sind beste Freunde, seit sie geschlüpft sind. Aber wenn ihr erst wegfliegt, werdet ihr euch nie wieder sehen. Aber ihnen bleiben ihre Erinnerungen. Und sie werden neue Freunde finden. Schicken wir sie auf ihren Weg. Bereit? Bereit. Wie wär's mit einer Tasse Tee und ein paar Keksen mit einer Freundin? Oh ja, lieben gern.